Und vor diesen leeren Plätzen dann die Geste der Nationalmannschaft. Und zwar haben sie sich den Mund zugehalten beim Mannschaftsfoto. Soll also heißen, ihr könnt uns die Binde nehmen, ihr könnt uns aber nicht den Mund verbieten. Das also das Zeichen, das die Nationalmannschaft hier gesetzt hat. Und da fragen wir Kali, der sofort dazu was sagen muss. Also da halte ich mir die Augen zu, als ich das eben gesehen habe. Das reicht nicht. Also bei aller Liebe, das jetzt als die große Geste vor dem Spiel darstellen zu wollen. Wir halten uns den Mund zu. Also sorry, bei aller Liebe, das reicht mir nicht. Nach dem ganzen Theater davor, da hätte ich jetzt deutlich, deutlich mehr erwartet. Ich hoffe ja noch nach wie vor auf das erste Tor der Deutschen und dann den Männerkuss. Den habe ich ja gestern schon eingefordert. Das wäre ein gutes Zeichen. Mal gucken, ob sie es machen. Okay, also der Moment der Wahrheit war da eigentlich. Wir haben wirklich darauf hingefiebert, muss man sagen. Was wird die deutsche Nationalmannschaft tun? Wird sie ein Zeichen setzen gegen die FIFA? Und sie hat es getan, indem sie sich den Mund zugehalten hat. Die Spieler haben sich den Mund zugehalten, soll heißen, ihr könnt uns die Binde nehmen, verbieten, aber ihr könnt uns nicht den Mund verbieten. Das ist also die große Geste der deutschen Fußballnationalmannschaft an die Welt. Genau, und im Stadion, wir haben es gerade gesagt, es gab Buhrufe von den Fans. Und wir wollen jetzt mal einmal schauen, ob es hier in den wenigen Kneipen und Orten, an denen wirklich hier Public Viewing gefeiert wird, auch vielleicht Buhrufe gab. Und dafür schalten wir zu Jessica Fierley. Sie ist nämlich bei einem großen Public Viewing in Offenbach und uns jetzt hier auch zugeschaltet. Jessica, wie ist bei dir die Stimmung? Ich bin ein bisschen, also so groß ist es hier nicht. Ich bin in Offenbach auf einem Weihnachtsmarkt und wir haben in der Nikolaushütte zwei Fernseher, von denen leider einer ausgefallen ist aufgrund von sendertechnischen Problemen. Und passt, die Stimmung ja tobt hier nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass wir Mittag haben, dass wir in Offenbach sind oder daran, dass Weihnachtsmarkt und Fußball vielleicht nicht so gut zusammenpassen. Also man sieht, es hat sich ein wenig gefüllt, aber so sieht es hier aus. Es gibt Public Viewing, das Spiel läuft, ein paar Zuschauer sind auch da. Aber es ist jetzt nicht so, dass es übermäßig voll ist oder dass die Leute hier extrem jubeln und mitfeiern. Das zeigt allerdings alles, würde ich mal sagen, dieses Bild hier, das wir von dir dort bekommen, vom Weihnachtsmarkt in Offenbach, wo sich gerade noch eine Zipfelmütze aufgesetzt wird. Das ist keine Bescherung, würde ich sagen. Oder wir sagen, was für eine Bescherung. Ja, ist auch hier drin ein bisschen kälter als draußen. Vielleicht liegt es auch daran. Also es ist nicht so, wie ich es mir jetzt vorgestellt habe. Vielen Dank, Jessica. Und wir wollen sprechen mit Thorsten Kinhöfer, ehemaliger Schiedsrichter. Er ist uns auch zugeschaltet. Herr Kinhöfer, was sagen Sie zu dieser Geste der deutschen Nationalmannschaft? Ja, also ich stehe auf dem Standpunkt, das jetzt den Spielern, sagen wir mal, aufzubürden, sich da zu positionieren, ist das eine. Aber ich finde, die Funktionäre haben in den letzten 12 Jahren ja versagt. Und das jetzt den Spielern, das ist deren Highlight, das ist ja ihre WM, jetzt so viel Verantwortung zu übertragen, halte ich für schwierig. Natürlich haben wir gestandene Persönlichkeiten in der deutschen Mannschaft und natürlich hätte man sich auch mehr wünschen können. Aber auch die Spieler sind sicherlich Befehlsempfänger des DFBs und deswegen sind die da sicherlich sehr, sehr im Zwiespalt. Aber was hätte denn überhaupt passieren können? Ja, es hätte passieren können, wenn Manuel Neuer die Binde getragen hätte, dass er verwarnt worden wäre. Und wenn er die nicht abgelegt hätte, hätte es ja in allerletzter Konsequenz, so weit will ich jetzt nicht gehen, aber in allerletzter Konsequenz hätte er dafür sorgen können, dass das Spiel nicht stattfindet. Toto, eine Frage. Ich darf dich duzen. Du bist unser Bams-Schiri und du bist auch sehr oft der Verlierer im Golf, wenn es gegen mich geht. Insofern das schönere Du dann doch. Toto, eine Frage. Als Schiedsrichter wäre es so gewesen, du hättest dann Manuel Neuer gelb zeigen müssen, weil das nun mal in den Regularien dann so gestanden hätte. Später in den Spielberichtsbogen, was hätte man denn dann eintragen müssen? Weil die wirkliche Strafe hätte ja möglicherweise erst nach dem Spiel dann gedroht. Was schreibt man da rein? Der Spieler mit der Nummer 1 hat eine Binde getragen und danach habe ich das Spiel weiterlaufen lassen. Wie habe ich mir das vorzustellen? Genau, man trägt dann ein, Spielführer trug eine Kapitänsbinde mit einer politischen Botschaft. Die FIFA hat ja festgelegt, dass diese Regenbogenbinde, mehr ist es ja eigentlich nicht, eine politische Botschaft ist. Das wäre jetzt genauso, wenn da, ich sage das mal ganz übertrieben, da wäre jetzt eine Banane drauf gewesen auf der Binde. Und die FIFA sagt, die Banane ist eine politische Botschaft. Die FIFA hat festgelegt, die Regenbogenbinde ist eine persönliche oder eine politische Botschaft, wie vielleicht auch die Friedenstaube. Und der Schiedsrichter, man muss dazu sagen, die WM-Schiedsrichter, auch für die ist es ein Highlight. Die WM ist das Größte, was ein Schiedsrichter erreichen kann. Und die sind natürlich auch FIFA-hörig. Das heißt, die machen genau das, was die FIFA vorgibt. Und da wird kein Schiedsrichter
auf Deutsch gesagt, den Arsch in der Hose haben und sagen, okay, ich stehe zu Manuel Neuer, ich stehe zu der Regenbogenbinde und lass ihn spielen und werde keine Konsequenz ziehen. Das apropos heißt, Arsch in der Hose, Herr Kinhöfer, wir können noch mal kurz auf dieses Foto zusammen schauen, das wir jetzt vorliegen haben. Da sehen wir diese Szene im Stadion, im Khalifa International Stadium in Doha, wo sich die Nationalspieler halt die Hand vor den Mund halten, sagen wollen, ihr könnt uns die Binde verbieten, aber nicht den Mund verbieten. Ist schon ein interessantes Foto. Ein sehr interessantes Foto, aber für den Schiedsrichter ist es ein normales Foto. Er wird da sicherlich nicht eingreifen. Ob das natürlich auch noch Konsequenzen von der FIFA mit sich zieht, das werden dann die hohen Herren der FIFA-Kommission entscheiden. Also aus Schiedsrichter-Sicht auf jeden Fall ist das eine Geste, die nicht zu bestrafen wäre. Es ist ja ironischerweise genau eine Geste, die sagt, doch, ihr könnt uns den Mund verbieten. Wir halten uns die Hand vor den Mund und ihr habt uns den Mund verboten. Ja, das ist leider wieder das, was beim DFB meiner Meinung nach wieder wunderbar funktioniert. Sie überlegen sich was und es ist der nächste Schuss in den Ofen, der nächste Schuss, der nach hinten losgeht. Also selbst noch nicht mal mit Anlauf kann man sich eine vernünftige Geste überlegen, die in der gesamten Welt verstanden wird. Weil natürlich kannst du es genau, wie Thomas es gerade richtig interpretiert, auch so sehen, doch, man kann uns auch den Mund verbieten. Ja, in der Tat, ich bin leider ein bisschen, Achtung, sprachlos aufgrund dieser Aktion. Da hätte es wirklich deutlich mehr geben können. Eigentlich alles, was ich in der Redaktion oder im Internet gelesen habe, war deutlich stärker als das, was die Nationalmannschaft jetzt hier gerade in Katar gezeigt hat. Wir können ja mal zu dem Mann, zu der Firma schalten, die die One Love-Binde, die wir eigentlich gerne gesehen hätten, bei Manuel Neuer produziert hat, hergestellt hat, deren Idee es war. Unser Reporter Michael Engelbert ist bei ihm. Engelberg ist bei ihm und zwar in Utrecht in den Niederlanden. Michael. Ja, hallo Thomas. Der Roland ist hier gerade noch angerannt gekommen. Manuel Neuer trägt die Binde nicht. Roland Herkens produziert für den niederländischen Verband diese Binde, die jetzt über Nacht durch die Decke gegangen ist, ausverkauft. Wie ist dein Gefühl, dass diese Binde nicht getragen wird? Ja, es soll getragen worden, aber er muss etwas von Politik ist ins Spiel gekommen mit FIFA. Das muss erst mal ausgeredet werden mit die Bunde. Ja. Jetzt ist bei euch der Webshop des Niederländischen Verbandes ausverkauft und die Produktion läuft auf Hochtouren. Von wem habt ihr aus der Welt überall Anfragen? Von Japan bis Südamerika bis Kanada und so weiter. Viel Personen, aber auch Organisationen. Zum Beispiel das Europäische Parlament. Ihr hört, das Europäische Parlament hat tatsächlich, da waren wir dabei, haben wir gerade eine kleine Betriebsbegehung gemacht, 500 Binden bestellt, die möglichst zügig ausgeliefert werden sollen. Ja. Jetzt ist dieses Projekt 2 Jahre alt. Ihr habt das produziert und jetzt hat man euch quasi leer gekauft. Wie soll es denn jetzt weitergehen hier? Das scheint ja ein Kultobjekt zu werden. Ja, wir sollen weiter produzieren. Nicht einfach in dieser Zeit, wo wir schon so Black Friday haben, Santa Claus, wie wir das nennen in Holland, und Weihnachten selbstverständlich, was da ankommt, ist das schon eine Riesenzeit für uns. Aber wir sind voll darauf, um wieder Tausende zu produzieren und wieder anzubieten. Es ist ein Produkt von der KNVB. Die hat das Entwurf gemacht und die hat das in den Markt gesetzt. Aber wir machen die Webshop für die KNVB, die Holländische Bund. KNVB ist der niederländische Fußballverband, nur damit wir das eben kurz übersetzt haben. Genau. Herr Herkens, es scheint Kult zu sein. Jetzt laufen bei Ihnen die Maschinen heiß, das Telefon klingelt in einer Tour. Jetzt da gerade wieder. Ja, da können wir jetzt mal gerade, gehen Sie ruhig dran. Schöne Grüße von Bild aus Deutschland. Ja. Wie ist denn jetzt Ihre Planung? Wie soll es weitergehen? Wie viele können Sie produzieren? Und wie können Sie sich das selbst erklären, dass das so durch die Decke gegangen ist? Durch die Decke gegangen ist es sind September, Oktober, aber vornehmlich vor die FIFA, selbstverständlich. Wenn die FIFA gesagt hat, wird nicht gebraucht im Spiel, dann ist es durch die Decke. Jetzt ist es ein Kult und ein politisches Statement geworden. Und jetzt geht es ganz groß, ganz Welt. Und Produktion, ja, wir sollen das wieder anfangen und Deutschland scored. Oh, Abseits. Entschuldigung. Wir können hier das niederländische Fernsehen auf dem Ohr hören. Also Deutschland scheint ein Abseitstor geschossen zu haben. Ja.
Also es läuft, und aber sie verdienen nichts damit. Das Ding kostet 4,99 € eigentlich einen Pfennigbetrag, aber es wird bei eBay jetzt schon mit 12,99 € gehandelt. Da muss man natürlich auch gegen vorgehen. Aber warum ist dieses Zeichen eigentlich so wichtig? Es steht ja nicht für Regenbogen, es steht für gegen Rassismus. Es ist gegen Rassismus, und wir haben gemeint, und zusammen mit der KNVB, dass da kein Geld angemacht wird. Ja? Und dafür wird die Preise für gegen Kostpreis geliefert. Ja. Ihr hört, alles zum Selbstkostenpreis. Wir können noch mal eben einmal hier zeigen. Das ist eine Firma, die natürlich den niederländischen Fußball unterstützt. Champions mit der Fahne, da gehen wir nicht von aus, dass der Niederländer Weltmeister wird. Herr Herkens geht davon aus, wir nicht. Damit zurück nach Berlin. Vielen Dank, Michael. Wir sind hier in Berlin und wir schauen von hier aus noch mal auf das Foto, das um die Welt geht, die Protestaktion der deutschen Fußballnationalmannschaft. Hier sehen wir es noch mal ganz deutlich. Da wollen also die Nationalspieler sagen, ihr könnt uns die Binde verbieten, aber ihr könnt uns nicht den Mund verbieten. Ironischerweise kann man es auch genauso gut umgekehrt interpretieren und sagen, ihr habt uns den Mund verboten und wir sagen halt nichts. Also eine kleine Geste, wenn man sie überhaupt so einordnen kann. Ja, eine Geste ist es, aber um Gesten geht es ja schon lange gar nicht mehr. Es geht verdammt nochmal um Zeichen. Und das ist gar nichts. Also nochmal, es ist gar nichts. Ich bin wirklich schwer enttäuscht. Da hätte ich mir deutlich mehr erwartet. Das ist jetzt ein Foto, was um die Welt geht. Ja, genau. Ein peinliches Foto, was um die Welt geht. Ein Eigentor des DFB. Leider keine Überraschung, sind wir mittlerweile seit Jahren gewohnt. Apropos Eigentor, es gab ein Abseitstor gegen die deutsche Nationalmannschaft. Anders als es die Jungs da in Holland gehört haben im niederländischen Fernsehen. Ganz kurzer Abstecher dort, die Niederländer auch dabei. Welche Chancen haben die eigentlich? Die Niederländer, die wir bei Bild immer Holland nennen und wir immer Ärger haben, wenn wir in den Niederlanden sind. Aber bei Bild bleiben die Niederlande die Holländer. Die Holländer haben 2-0 gewonnen. Vernünftiger Auftakt, hätte auch ein bisschen anders ausgehen können. Das war noch nicht das Orangene vom Ei, um es mal salopp zu sagen. Aber wir haben andere Teams gesehen, die schon wirklich ordentlich was abgezündet haben. Die Engländer bärenstark 6-2 gegen den Iran. Achtung, gegen den Iran. Völlig egal, wie die weiter Fußball spielen. Die haben nämlich Mut bewiesen. Jetzt schon die Szene des Turniers. Wir erinnern das bei der Nationalhymne der Iraner. Kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Alle geschwiegen. Ein ganz deutliches, ein sehr mutiges Zeichen gesetzt. Und die können richtig Ärger kriegen und nicht nur eine gelbe Karte. Unter Todesängsten, berechtigten Todesängsten. Die Familien teilweise leben noch im Iran von den Spielern. Und ich glaube auch, dass die Spieler erstmal nach dem Turnier nicht nach Hause fliegen sollten. Das ist Mut, das ist mächtig. Völlig egal, wie die dann gespielt haben. Die haben ein Zeichen gesetzt, das wird über Jahre hinaus mit dieser WM positiv verbunden bleiben. Und ich hoffe, dass das Foto der deutschen Nationalmannschaft ganz schnell aus allen Archiven verschwindet. Denn das will ich eigentlich nicht wiedersehen. Ich habe ja noch ein kleines bisschen Hoffnung, dass vielleicht beim ersten deutschen Tor dann vielleicht noch eine Geste kommt oder so. Ich sage es dir, der Männerkuss. Ich gehe davon aus, dass die alle Nationalspieler immer, wenn Bild live sendet, am Start sind. Und ich habe es ja hier gestern gesagt, nach jedem deutschen Tor ein Männerkuss, ein richtig schöner Schmatzer, Mund auf Mund. Das können uns die Kataris auch nicht nehmen. Und das wäre auf jeden Fall ein schönes Bild. Was immer noch anhängig ist ja auch zumindest die Prüfung einer Beschwerde beim Internationalen Sportgerichtshof. Genau, also ehrlicherweise ist das nicht nur eine Geste, das ist die einzige Aktion und Handlung, die ich bisher in diesem ganzen Causa dem DFB positiv zumute. Ja, man hat an den Kass geschrieben und dort wird jetzt in den nächsten jetzt 48 Stunden waren es, also vielleicht sind es noch 36, jetzt überlegt, ob eine Klage zugelassen wird. Wenn das passiert, wenn die Klage zugelassen wird gegen das Verbot der Binde, dann stehen die Chancen sehr gut, dass wir im zweiten Gruppenspiel am Sonntag gegen die Spanier mit dieser Binde auflaufen. Denn alle Strafen, die es dann bedeuten würde, kannst du erst nach dem Turnier verhängen. Mhm. Und dann gilt die Regel, dann ist jede Strafe für das Vergehen eigentlich rückwirkend nicht mehr zu machen. Und dann hätte man es durch. Es liegt also so gesehen am Kass jetzt. Du hast vorhin gesagt, Japan, das müssen wir eigentlich gewinnen, dürfen nicht lange diskutieren. Spanien ist natürlich der schwierigste Gruppengegner da für uns. Deine Prognosen dafür? Auf dem Papier. Also auch die Spanier müssen erstmal ins Turnier kommen. Mein Turnierfavorit Argentinien hat gestern gegen Saudi-Arabien verloren. Also dieses Turnier hält einige Überraschungen bereit. Wichtig ist jetzt, wie kommen die Deutschen aus dem Puschen? Bisher sieht das, was wir so mitkriegen, noch nicht so wahnsinnig doll aus. Aber sie haben ja noch ein paar Minuten. Und bei dieser WM wird ja eigentlich immer 111 Minuten gespielt bei der ganzen Nachspielzeit. Also sie haben noch ein bisschen Zeit. Und die Spanier müssen heute auch erstmal was zeigen. Im Normalfall ist es so, dass Spanien und Deutschland die Auftaktspiele gewinnen.
gewinnen, Spanien gegen Costa Rica heute, und dann am Sonntag das vorweggenommene Finale in der Gruppe, weil dann der Sieger aus der Partie mit 6 Punkten eigentlich schon ziemlich sicher durch ist. Ali, das mit den 111 Minuten musst du noch einmal erklären. Ich glaube, das haben noch nicht alle Zuschauerinnen und Zuschauer mitbekommen. Wir kriegen es auch in der Redaktion. Wir schauen ja jedes Spiel und ehrlicherweise können wir mal ganz entspannt in der 90. Minute noch über eine Zeile nachdenken, weil es wird wirklich bei dieser WM alles, was länger als 15 Sekunden Unterbrechung ist, wird nachgespielt. Im Fußball sind wir das gewohnt, da wird sehr, sehr viel unterbrochen. Und das ziehen die hier in Katar knallhart durch. Wir haben eigentlich schon in der ersten Halbzeit durchschnittlich eine Nachspielzeit von 7 Minuten. Und wir hatten gestern ein Spiel, kriege ich nicht mehr zusammen, welches es war, da wurde 15 Minuten nachgespielt. Also zumindest müssen die Fußballmillionäre für ihr Geld in Katar ordentlich laufen. Lange laufen. Was Sie gerade hören, das Foto reichen wir Ihnen noch nach, dass die deutsche Innenministerin, die zugleich auch Sportministerin ist, in der Tat im Stadion die One Love-Binde angezogen hat. Also immerhin von der politischen Seite da ein Zeichen. Ja, gut, soll ich jetzt Frau Faeser dafür applaudieren oder was? Ja, toll. Ich glaube, Frau Faeser wird nicht verhaftet. Also das ist auch das Minimum, was ich jetzt von der Politikerin erwarte. Ich hatte ja gestern bei den Kollegen vom ZDF schon die ganz tolle Aussage von Robert Habeck gehört. Er hätte die Binde getragen. Ja, das sagt sich alles so leicht, wenn man dann in Deutschland hier ist. Und bei den Kataris schon den Bückling ein paar Mal gemacht hat. Ja, toll, Frau Faeser. Interessiert mich ehrlicherweise nicht die Bohne, ob unsere Innenministerin da jetzt die One-Love-Binde trägt. Also ja, toll, aber mehr auch nicht. Wird da noch ordentlich Stimmung aufkommen können überhaupt bei dieser WM oder können wir die echt schon ad acta legen? Ich hoffe, das liegt ja auch an jedem Einzelnen selber. Ich akzeptiere das auch, wenn einer sagt, er hat aufgrund dieser ganzen Diskussion keine Lust mehr auf die WM. Ich habe andererseits die Bilder aus England und aus Wales gesehen, aus Cardiff und aus Manchester, wo die Engländer 6-2 gewonnen haben und die Waliser noch den Ausgleich zum 1-1 geschossen haben. Was da los war, da flogen die Bierbecher genauso groß wie 2014 und bei allen anderen Turnieren. Es liegt an jedem selber, jeder soll das selber entscheiden. Ich glaube schon, dass auch hier in Deutschland eine Stimmung aufkommen kann, wenn die deutsche Nationalmannschaft sportlich zumindest abliefert. Mit ihren Gesten haben sie es ja leider nicht getan. Zeigen wir mal das Foto von Nancy Faeser. Da ist sie. Sieht nicht so aus, als würde sie sich wohlfühlen. Sie hat sie etwas eng gebunden, wenn ich das mal so sagen darf. Da wäre vielleicht etwas Luft noch gewesen, aber gut. Aber immerhin ein Zeichen, die deutsche Innenministerin Nancy Faeser von der SPD, zugleich auch Sportministerin, die sich ja auch beklagt hat, genauso wie der DFB-Chef geklagt hat über das Vorgehen der FIFA, aber eben auch nur beklagt und nichts getan. So. Ja. Und ehrlicherweise, das klingt ja immer wieder an und das ist mir auch noch mal einmal wichtig zu sagen, die aktuellen Spieler darfst du niemals dafür verurteilen, dass diese WM in Katar stattfindet. Dafür können die wirklich gar nichts. Ne? Also Joe Kimmich war, glaube ich, damals 7 Jahre, als die WM vergeben wurde. Aber Verbände, Funktionäre, Politiker, die hätten 12 Jahre Zeit gehabt, mal richtig auf den Putz zu hauen. Und am Ende haben sie es alle nicht gemacht. Warum? Weil das Geld obsiegt. Das ist so, das ist keine neue Erkenntnis, es ist jedes Mal aufs Neue, aber eine traurige Erkenntnis. Wir haben aber neue Erkenntnisse hier gehabt, auch mit dir zusammen gewonnen. Vielen Dank dafür, Karl Junderberg, Sportvize. Gerne.